Club! Clubbin! Clubbin, Bibbin! Club! Tag, Leute! Leute, ey, Ihnen, wie geht's Ihnen? Euch? Ihnen! Wir sind hier, Maniacs, an diesem wundervollen Montag. Maniacs! Und wir sind wieder im Club unterwegs und heute spielen wir wieder Handyspiele. Genau. Und diesmal spielen wir Dungeon Bots. Dungeon Bots. Ich würde sagen, wir gehen einfach in das Spiel rein, oder? GG! Das ist schon ein Club, ne? Boah, yo, tschüss! Auf jeden Fall ist das ein Club. Hey, du da, Boss! Ja, es wird behauptet, du seist ein Bezwinger. Ich bin so etwas wie deine Mutze. Mein Name ist Ty. Oh! Wie geht's denn? Nur Zwinger können das Portal hier diskutieren. Dann gehören es deinen Gruppen und unterstehen dein Kommando. Tipp auf Heldenkommando. Super Laden. Jetzt gratis rekrutieren. Das ist Roger Schmetterstein! Das ist der berühmte Roger Schmetterstein. Wollen wir mal sehen, ob mit seinem Ruf gerecht wird. Ja, hoffen wir mal. Ansonsten direkt Kündigung. Ja. Kündigung. Wenn du jetzt den Himmel freispielst, kannst du gefallene Helden im Kampf wiederbeleben. Haben wollen. Warum stand da einfach nur haben wollen? Weiß nicht. Da hast du auf jeden Fall eins Gegner. Boah, beschütze Gegner. Dich. Boah, Gegner! Tippe den Gegner, um anzugreifen. Ja, das kommt schnell mit der Axt und dem überheblichen Grinsen. One Boah, hit, One Alter. Hit, wirklich. Easy. Critical Hitterino. Aha. Oha. Helden haben besondere Kampffähigkeit, die sich wieder aufladen. Wirbelsturm ist einsatzbereit. Dünn drauf und jetzt. Guck dir das an. Let's Beyblade. Boah, das ist heftiger als WoW bis hier. Aber ey Leute, Mobile Game, das heißt, das geht auch auf dem Handy. Das ist für Handy. Das heißt, schon, das ist für Handy. Ja, das ist für Handy. Das, das ist geht schon nicht super. Nur auf dem Handy, das ist das fürs ist Handy. Das ist fürs Handy optimiert. In jedem Dungeon gibt es einen Boss, der Obermacker. Den Obermacker. Klingt unheilvoll? Nö. Eigentlich gar nicht. Gebt ihm einen Backpfeife. Guck mal, das ist der Boah, Obermacker. Der hat die ich zwei Hits, der ist down. Was für Obermacker? Was für ein Otto war das? Ich nehme die alle auseinander. Jetzt, 400 Münzen. Boom, als Kiste. Was soll ich machen? Schlangenübel und so und Zanster. Zanster. Redet genau so. Genau so redet der aber echt. Ja, wenn du einen Boss bezickst, erhältst du XP für deine. Ja, okay. Warum sagt ihr am Ende immer? Sagt die das? Ja, die ich kann die anklagen. Was? Wegen Rufmord. Ja. Tada! Man erkennt sie nicht aus Jux und Tarei. Es geht um Meure. Und du hast sogar Pegs. Gattert, ja. Gattert. Oh. Ah, Trinkolexiere sind glutenfrei. Boah, super, das die sind richtig unlustig. Die Texte für den Ladebildschirm gemacht haben, ne? Leute, wenn einer von euch da die Texte für den Ladebildschirm von Dungeon Boss gemacht hat, ne? Direkt Backpfeife. Kommt geben. Vorbei, wir geben dir eine Backpfeife. Direkt Backpfeife. Hier ist dein neues Quartier. Von hier aus kannst du einen Ort starten, den suchen und andere Dinge tun. So, wir müssen. So, das ist eine City, da leben ja. People. Party People. Manchmal auch Party People. So, hallo, ich klicke ja drauf, komm. Und dann kriegt er hier EP-Trank und dann macht er BAM Level Up. Dann gehst du auf Technik. Oh, schön, ich hätte jetzt noch mehr Dampf, sofern es möglich ist. Komm, ich schau mal. Oh, ich soll Ihnen! Ich soll direkt Raubzug wieder machen. Schon wieder? Ja, die ja, sind einfach halben. Cool. Du sollst dir einen zulegen. Ich überlege, ich habe gestern ja. Saturn einen gesehen im Angebot. Ich überlege mir echt zu kaufen. Neben der Switch. Neben ne? der Switch. Da. So ist ein Feuerheld. Als solcher eignet er sich besonders für den Kampf gegen Naturhelden. Du weißt schon, die Grünen. Guck mal, bezüglich Switch, ne? Ich war heute bei mir im Saturn. Switch kostet ja 329, ne? Ja. Die verkaufen das in einem Bundle mit 1, 2 Switch. Also das Spiel. Wie viel kostet das Spiel alleine? 35. So, okay. Ein Bundle ist ja in der Regel billiger bisschen, ja. Sonst gäbe es ja keinen Bundle. Ja. So, dann addieren wir mal 329 plus 35, wie viel ist das? 364. So, und dann denkst du ja, okay, dann verkaufen die Switch ein bisschen billiger als 364. Weißt du, wie viel die bei mir im Saturn kostet? Mit dem Spiel zusammen, du musst das so kaufen. Sag es mir. 369. Das die heißt, die ballern da 5 sogar. Richtige Gaunerei. Aber warte mal. Ich habe gehört, ich habe schon oft im Saturn geschafft zu verhandeln. Lava. Ja, ich habe mein MacBook 50 Euro billiger bekommen. Ja, korrekt. Und Fernseher 50 Euro billiger.
Aber das sind ja auch Sachen, die sind wesentlich teuer als Wollt die grad, Switch. Ja, aber... Aber wenn, wenn du in Relation 5 Euro rausholen kannst, weil, oder 10 pass hat. Auf, wenn ich den sage, ey, pass auf, aber hier in dem Saturn kriege ich das für 364 Euro. Dann müssen die das sogar billiger machen, glaube ich. Also ja. Mediamarkt zumindest sagt das ja. Wenn man das irgendwo billiger findet, ja. in einem anderen Geschäft, dann soll man denen das sagen. Und dann sagen die gut ihnen, wir schenken dir die GmbH. Eine GmbH direkt. Kompletter Laden gehört dir. Korrekt eigentlich, ja. Aber Leute, ich will eine Switch haben. So sehr wie eh und je. Der hat schon eine. Zum Release. Aber, dann aber war du ich, warst nicht da. Ich konnte die erste am Montag spielen. Vor einer Woche konnte ich das erste Mal Switch spielen. Und ich hatte Spaß dabei. Wäre ich Luiza, hätte Switch direkt aufgemacht, schon Zelda durchgespielt und dir nur so Endboss gegeben in die Hand. Ja, und die sagt, so, na, die sagt so auf einmal so, komm, wir spielen zusammen Zelda. Ich so, okay. Und dann so Endboss. Ich so, direkt. Ah, korrekt. Nein, aber Luiza war süß, die hat gewartet. Gibt es... Ah... Was? Bei Zelda, ne? Ja. Da war ja immer der Endgegner Ganondorf. Ja, Ganondorf. Ganondorf, ich nenne immer Ganondorf. Ganondorf. Ist er bei dem jetzigen Zelda auch eins Gegner? Auch eins Endgegner. Auf jeden Fall ist es wieder das Ganon, was irgendwie rumwuselt. Okay. Safe ist eh wieder Ganondorf. Okay. Okay, ja, muss ja eigentlich, weil ja. ich glaube bei den. Ich habe, ich glaube, das letzte Zelda, also ich habe auf jeden Fall Zelda bis 4, also 64 gespielt, also Ocarina of Time. Und ich glaube noch auf der GameCube. Aber ich kann mich nicht mit so Wind gut Waker erinnern. Vielleicht? Das war auf der GameCube. Das war das in diesem Comic-Stil bisher, genau. Also krasseren Comic-Stil. Ja, ich glaube, das kann sein, dass das das war. Ich bin, ich war da sehr jung, eins Bube. Schon würdest du schon sagen, du wärst trotzdem mehr als 2 Jahre, und ich hab, aber auch weniger als 100 Jahre. Genau, alt. Aber damals konnte ich mir nie so die neuesten Konsolen ab der Wii, die wurden halt immer teurer, die scheiß Dinger. Ja. Und die Game Boy DS, 3DS und so wurden auch viel teurer. Und irgendwann konnte ich mir das nicht mehr leisten. Und deswegen hatte ich bis dato kein Nintendo mehr gehabt. Aber ich feiere Nintendo voll. Ich habe mir immer Videos gegeben. Deswegen, Leute, ich will jetzt einen Switch, weil ich lebe alleine, tu arbeiten. Ihnen. Ihnen. Meinst du, du nimmst den auseinander? Safe, Alter. Ich muss auf den Kopf, ey. Ich krieg's aber nicht hin. Aber ihr könnt ja aber auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Switch habt. Ja. Welche, ob grau oder neon. Und ob der Laden euch gefällt. Oder eher weniger. Oder ob ihr auch, ob euer Display auch schon zerkratzt ist. Ja. Und ist deiner zerkratzt oder was? Nein, ich hab Schutzfolie direkt okay. drauf gemacht. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Dungeon Boss spielt. Also ja. das Spiel, was ihr gerade spielen. Und wenn ja, gebt uns mal Tipps für die Zukunft. Ja. Und ob wir das weiterspielen sollen. Genau. Was die alles in die Kommentare schreiben sollen. Ich habe ja schon wieder vergessen, was sie schreiben sollen. Ja, ne? Katastrophal. Ist mir egal. Boah, guck mal, ey! Boah, ey! Hör mal auf jetzt! Alter, nein. Oh Mann, ey. So, jetzt komm, mach den auseinander. Der sagt, nein. 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 Lach die. Ja, aber ich muss ja schätzen, sagen, dass der kein Backpfeife geht. Ich muss sagen, das bockt mir voll, das Spiel. Ne? Ich will mir das aufs Handy holen. Ja, Leute, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das weitersehen wollt. Genauso ja. wie von dem Video von Freitag Clash Royale und so. Aber weil das, finde ich, das bockt schon cool. Ja, ich habe nur Angst, wenn wir das aktiv let's playen wollen. Ne? Dass es auf einmal pay to win wird? Ja, ja. Dann müssen wir ein bisschen investieren, um ein... Spielfluss, ja genau, um das garantieren zu können. Ja. Vielleicht machen wir das für euch, Leute. Wir sind ja nette People. Ja, ich meine, vielleicht sind das ja nur 5 Euro, die man investieren muss. Ja, eben pro Monat. Das wird ja schon reichen. Ja. Du bist so begabt. Okay, jetzt ist was runtergeladen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Raubzug, der jetzt kommen wird. Und dann gehen wir in einen anderen. Weil Tag! Angriffe werden stattfinden. Alles klar. Gib mir doch jetzt dein Switch. Ich hab gesagt, ich hab dir angeboten, 500 Euro ohne Zubehör. Da war die auch noch original verpackt. Richtiger und Gauner. Quittung hättest du auch bekommen können. Ich guck jetzt hier, ich hab ja auch in meinem PC, ich guck jetzt mal Amazon. Vielleicht zieht mich Saturn noch übelst ab. Vielleicht finde ich ja bei Amazon. Ja, aber... Ey, der hat aber richtig gemacht. Ja. Guck mal. Ich hab's gesehen. Vielleicht, Amazon. Vielleicht, die haben sich Safety Dune im Brain gekauft. Weil die ganz genau wissen, amerikanische Tastatur ist ein bisschen Auseinandernehmerei. Wow. So. Voll gut, wie schnell ja, das lädt. Ja, mega nice.
Nintendo Switch, Neon, hast du auch ein Netzteil gekauft? Ja, warum? Für unterwegs laden. Warum soll ich mir ein Netzteil für unterwegs laden? Ich habe ein USB-C-Kabel und ich habe einen Stecker. Ja, das wollte ich nämlich fragen. Also nicht so ein Dummkopf, der sich original Nintendo für 30 Euro kauft. Nein! Okay. Guck mal, für 329. Ja. Neonrot, Neonblau. Ach ja, Leute, und übrigens, Leute sagen ja, hol dir doch den Joy-Con 2er-Set von Neonrot und Neonblau. Aber die, die in der Konsole integriert sind, die sind umgekehrt von der Farbe. Das heißt, Rot ist rechts und, also rechts für euch hier, und Blau ist links. Und die Joy-Cons, die man separat kauft, sind genau umgekehrt. Das heißt, kauft euch besser die Neon, weil dann könnt ihr nämlich eine komplett blaue und eine komplett rote machen. Grau kannst du ja eh immer machen. Ja. Dafür musst du dich extra die Konsole kaufen. Da los, Raubzüge! Raubzug! Die Sache ist, ich habe mir die grauen Joy-Cons gekauft. Hätte ich das gewusst, hätte ich die geholt. Miese Breeze. Zukunft ist noch lang. Ja, ich meine, irgendwann wird man vielleicht noch Joy-Cons bauen. Aber jetzt habe ich ja 4 Joy-Cons erstmal. Kannst du dich zurückgeben? Ja, scheiß drauf, Alter. Dafür mache ich jetzt nicht so einen Aufriss, Alter. Ohne Witz. Derzeit nicht auf Lager. Ich gebe den Backpfeife, ne? Guck mal, da ist das Bundle günstiger. Aber grau. Ja. Aber es ist auf Lager, Bruder. Mann, ich vermisse dich. Ich will dich haben. Ich vermisse dich. Du hattest ihn noch nie. Ja, aber innerlich haben wir eine Verbindung. Ach so, okay. Jahrelang. Ich habe ja erst überlegt, ob ich meine Switch heute mitnehmen soll, einfach nur um sich zu trollen. Damit so. Du mir mal zeigen kannst, den Laden. Ah, ja. Die Sache ist, ich glaube, bis zum nächsten Mal, wo wir uns sehen, hast du eh schon eine. Ja, nein, ich will mir unbedingt die Neon kaufen, nicht die graue. Okay. Meinst du? Oha! Meinst du, die releasen Pokémon für die Switch? Keine Ahnung. Ich würde es auf jeden Fall hart feiern. Ja, aber die Sache ist, vielleicht machen die wieder so einen Zeittitel wie Pokémon Rumble oder so eine Scheiße. Ey. Ich warte bis zu dem Tag, an dem du die Nintendo Switch cracken kannst und dann Emulatoren draufziehen kannst. Und dann machst du DS-Spiele drauf. Alles, oder wie? Alter. Das wäre echt krass. GameCube-Spiele, du rastest komplett aus. Und wenn's dafür. Gibt's dafür Netflix-App schon? Nein. Wenn's die geben wird, mit Offline-Funktion. Ja, ja. Dann nehme ich den Laden auseinander, wirklich. Dann ist bei mir Feierabend, wie das duftet. Ich meine, du kannst mit der Nintendo. Bomb mal schnell von der Rügen. Du kannst mit der Nintendo Switch nicht mal ins Internet gehen. Wie? Du hast keinen Browser. Ja, aber als App kann man es ja trotzdem vielleicht machen. Ja, aber. Und dann mit Offline-Funktion, dass du mit WLAN dir die Sachen anzeigen kannst, zu Hause. Ja, ja. Also downloaden für offline und dann unterwegs abspielen. Ja, aber das hat ja jede normale Netflix-App hat das. Ja, und deswegen, ich warte darauf, bis Netflix für die Switch geben wird mit Offline-Funktion. Vielleicht wird es aber nie da geben. Vielleicht wird es auch nie geben, das ist ja die Sache, ne? Jetzt kommt der letzte Bots, Leute. Nimmermampf. Kennst du noch diesen Cripplefinger? Nein, der hieß nicht Cripplefinger. Irgendwas mit Fingers. Ja, ja, warte. Wie hieß der nochmal? Der hieß auf jeden Fall Finger. Ja. Ach, die hieß er nochmal. Ich weiß es. Wie? Schrumpelfinger. Ja. Schrumpelfinger. Ich glaube, der hieß Schrumpelfinger. So. Auseinandergenommen. Ich mag die Grafik. Ja, ne? Ich mag generell so eine Grafik. Club. Musik. Läuft! Leute! Wir sind am Ende der Folge angekommen! Das war's für dieses Video! Danke! Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das Spiel spielt und ob ihr es weiterhin sehen möchtet. Liegt an euch. Und wir sehen und schreibt sonst noch, was wir spielen sollen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder live. 18 hier, Uhr. 18 Uhr, Gaming. Auf YouTube hier live oder YouTube Gaming. Haut rein! Nächstes Mal. Tschüss. Eden. Eden. Ah.